Wie kann man erforschen, wie die Menschheit mit Kunst umgegangen ist seit ihren Anfängen? Wie geht das? Die Büste der Nofretete ist ein gutes Beispiel dafür. Durch unsere Forschung wurde klar, dass eigentlich diese ganze Story um Nofretete eine deutsch-französische Affäre ist. Und zwar die mit dem Ersten Weltkrieg, mit der deutsch-französischen Feindschaft im Ersten Weltkrieg zu tun hat. Und wenn es um den Umgang mit Kunstwerken in Kriegszeiten geht, was ja relativ zentral ist in meiner Forschung, da kommt man schnell zu Archiven, die man als Kunsthistoriker eher nicht besucht. Also polizeiliche Archive, Kriegsarchive, Archive des Auswärtigen Amtes. Die Geschichte von brutalen Aneignungen von Kunstwerken wird immer mehr, glaube ich, ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Wir können keine Kunstgeschichte oder ohne Geschichte des Kunsthandels schreiben, weil die Kunst immer auch ein Produkt gewesen ist